So. Wir müssen, glaube ich, da ins Schloss, ne? Da waren wir, glaube ich. Wir müssen jetzt da oben rein. Und gegen die Wolke kämpfen. Ich glaube, das war unser Ziel. Kann ich jetzt einfach hier dran vorbei eigentlich? Ja, kann ich. Warum? Aber hier hoch komme ich nicht. Was soll das denn? Hep. Ah, oh, verdammt. Das ist so ein Loch. Verdammt, ich habe vorhin Salat gegessen. Und irgendwie habe ich anscheinend beim Herstellen des Salates irgendwie Öl an die Finger bekommen. Und sobald man den Controller anfasst, merkt man das. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal... Habe ich irgendwo einen Lappen? Moment. Ich habe ein Zelda-Shirt. Das habe ich hier einmal erlaubt zu tragen. Seitdem klaut sie sich das heimlich immer. Schaut, junger Herr. Der Falschjäger auf der Wolke, der uns den Eintritt in die Festung verwehrt. Und der soll da weg. Kleinigkeit. Los, allein steigen. Da wären wir, Mario. Ich lege die Entsorgung dieser Rabauken in deine fähigen Hände. Ich werde dir von hier aus Mut zurufen und um mein eigenes Leib und Leben zittern. Yeah. Es geht ab. Das ist kein normaler Fallschläger, Mario. Schau nur, wie um ihn herum die Blitze knistern. Hilfe, und jetzt kommen auch noch Mini-Versionen von ihm hinzu. Die sind irgendwie knuffig, findest du nicht? Ob das alles Brüder sind? Also nicht nur Sumo-Brüder? Ich finde sie jedenfalls total niedlich. Hör mal, vielleicht kannst du sie ja nur ein bisschen platt machen. Erster Kampf nach Ewigkeiten kann Mario mehr spielen. Felder fassen, Männer! Ey, der Einschalter! Hey, unsere Felder, das gilt nicht. Ich nehme alles zurück, Mario. Hämmer sie bitte extra platt, diese fiesen Fallspieler. Hey, ihr gebt uns sofort die Felder zurück. Die sind kein Spielzeug. Wisst ihr überhaupt, wie fies man sich am Papier schneiden kann? Oh ja. Okay. Wir wollen den Einschalter. Der ist da. Musik ist so gut. So, jetzt nicht bestätigen drücken. Moment. Oh Gott, das wird jetzt aber... Da wollen wir hin. Passt nicht. Oh, jetzt wollen die echt, dass ich andersrum drehe. Also, auch die Felder so schiebe. Ein bisschen mehr Zeit. Oh, ich habe kein Geld mehr. Scheiße. Warum habe ich denn kein Geld mehr? Fuck. Das ist wie real life. Scheiße. Ja, das war jetzt Fail. Ich dachte, ich hätte nur zweimal gedreht. Ich war doch gerade am Trinkenspiel. Okay, erschwerte Bedingung. Ich kann nicht einfach die Toads bezahlen. Oh, perfekt.
So, ihr habt einen Stachel auf dem Kopf, aber mit einem Hammer müsst ihr euch doch einfach wegwämsen können. Das reicht nicht. So, wait a minute. Mal zwei. Da ist der Elektrokacke. Kacki, kack, kack, kack. Da kann ich leider nicht langlaufen. Ach, Mann. Was wir machen können. Ganz stumpf erstmal ihn da angreifen. Ah ne, können wir nicht. Moment. Bin doof. Wen greifen wir denn an, wenn wir dahin machen? Gar keinen wahrscheinlich, ne? Oder? Gucken wir mal. Von dem Boss an? Auch nicht schlecht. Trotzdem machen die mir gut Damage, ey. Hör jetzt doch mal so rum. Oh, perfekt. Perfekt, danke, Spiel. Hätte ich jetzt hier irgendwie noch... Hier, einen Tipp können wir uns noch abholen. Ach, danke, Spiel. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so funktioniert, dass wenn ich die Fallschergen besiege, die fehlenden Felder wieder kriege. Das hätte ich jetzt echt nie erwartet. Dieser Tipp ist grandios. Holy moly. Damit hätte ich nie gerechnet. So. Einen Schalter mitnehmen. Dann können wir den direkt verprügeln. Oder wir machen mal das hier und gucken, was passiert. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir den direkt benutzen. Vielleicht machen wir dann alle platt. Gucken wir mal. Hallo, Kapi. Das ist die Bossmucke von dem hier. Pergamacht. Müsste jetzt den Boden hochmachen und das dürfte die ja voll stören, so. Oder ich werde einfach nur hochgehoben. Ah, aber die auch. 100! Ja, dann hat sich das mega gelohnt. Dann sind alle drei weg. Nice. Alle Felder wieder da. Und er trifft mich nicht. Das ist natürlich perfekt. Okay. Ach, und jetzt kommt er runter. Aber die klauen nochmal... Ja, natürlich klauen sie die wichtigsten Felder! Achsen hoch und Rüben runter. Was für eine eigenartige Haltung. Mir schwand, da kommt was auf uns zu. Ja, ich muss nach oben. Den Erdpergamentum brauche ich jetzt. Aber ihr habt mir den ja geklaut, ihr Schweine. Was ist mit euch? Einmal rumlaufen. Das ist das Einzige, was ich jetzt tun kann.
So, ich habe zwei Angriffe. Greift beide an. So greife ich nicht beide an. So, bleibst du jetzt noch eine Runde? Nein, bleibst du nicht, okay. Es ging aber. Okay, hat jetzt nicht so weh. Okay. Jetzt wollen wir den Erdpergamenton benutzen. Indem wir... So machen. Ey, ich sollte hier einen Bonus für Umrundungen kriegen. Einmal die gesamte Map umrundet. Mehrmals. Hallo Tini. Das tat ihm gut weh. Ich hoffe, ich bin hier oben sicher. Weil die Blitze kommen ja von oben. Nicht, dass ich den Vogel benutzen muss. Okay, ich muss den Vogel benutzen bei dem Angriff. Das ist ja RIP. Aber er hat keine Gehilfen mehr. Jetzt macht er das ja nur noch. Das ist der eine Schalter. Warte mal. Wo kommen wir runter? Da kommen wir runter. Dann machen wir einfach so. Das müsste ja reichen. So lang, dann runter und dann dahin. Ja. Ich habe wieder ein Herz gedreht. Ah ne, das ist der Einschalter. Ja, egal. Ja, okay. Ich hab's gewusst, hätte ich das vorher gemacht. Ich hab's gewusst, dass er 200 Damage macht. Oh oh. Das haben die nicht ganz bedacht. Vorzüglich, Mario. Diese biestigen Blitzkanonen schockieren so schnell keinen unschuldigen Hofhexer mehr. Hurra, und wir können nun endlich in die Festung hinein und die grüne Luftschlange lösen. Hey, und meinen Papa retten, das ist das Wichtigste. Papa Schmapper, Alter. Was ist da eigentlich mit der Kiste? Wieso komme ich da immer noch nicht dran? Wieso liegen jetzt hier überall Schnipsel? Ich muss doch sammeln. Wie war das hier nochmal? So nicht? So. Was habe ich denn drin? Blockendverstecker. Haben wir einen versteckten Block? Nö. Dann nicht. Wie komme ich denn an die Kiste? Ist da oben ein Weg vielleicht? So wie hier ein Weg ist? Sumo Bruder Bosswolke. Was eine Wortkombination. Moment, das hier ist so schräg. Kann ich das hauen und es fällt um? Wow. Das ist... Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Eispergamentumfigur. Ey, alle Schatzminis im Bad Elysium gesammelt. Das war schön.
Moment noch, mir ist da ein famoser Einfall gekommen. Sekunde nur. Moment. Hergehört, hergehört. An alle Schergen im Dienste seiner Unerträglichkeit, des großen Bowsers. Jetzt hört ihr den Hall auf. Der widerborstige Fallposten vor dem Festungstor wurde in die Flucht geschlagen. Lasst Rechen und Kehrblech liegen. Die Zeit für Taten ist gekommen. Begebt euch alle zur Festung und schließt euch mit Mario an. Gemeinsam werden wir den König befreien und den Text etwas schneller schreiben, denn so vorzulesen ist er anstrengend und seines Schergenheeres schlechten Ruf wiederherstellen. Es lebe Bowser, seine Ruchlosigkeit! So. Das hat Spaß gemacht. Ich konnte seiner Giftigkeit einmal vorschlagen, den Morgenappell auf dem Festungshof anzuleiten. Auf die Schergen warten? Du spinnst doch. Wir gehen jetzt da rein und zwar sofort. Los, alle mir nach und wehe, einer meckert. Wie es beliebt, junger Herr. Das harte Los des eifrigen Dieners, stets missachtet, doch stets hundertprozentig im Recht. What the fucking hell? Tini hat 20 Euro gefunden. Tini! Ist ja fast Nikolaus, gell? Holiday. Danke, Tini. Mach doch nicht sowas. Kannst du nicht einfach machen. Vielen lieben Dank. Aber du hast recht, es ist bald Nikolaus und das ist gruselig. Schreitet mit Bedacht, gewiss verstecken sich die Fallschergen auf raffinierteste Art. Ein Raum könnte voller perfekt getarnter Bösewichte stecken. Seid auf der Hut, denn sie könnten sich auf Trickreiste verbergen. Für dich doch alles. Oh. Hier. Ein Zwei-Finger-Herzchen. Oh, es ist unscharf. Hier ist es auch scharf. Oh, die essen. Halunken, Scheusal, ich trau meinen Augen nicht. Wie sie da sitzen und völlern, schlagen sich die Wänste voll auf des Königs guten Porzellan. Also eine zünftige Mahlzeit geben mir nach dem Badespaß irgendwie auch ganz recht. Wänste und Porzellan sind mir egal, ich rette jetzt meinen Papa. Papi! Seht nur, die grüne Luftschlange führt mitten ins Obergeschoss hinein. Fallschergen, ich bin's. Ihr stellt sofort das Spachtel ein, habt ihr gehört? Servietten glatt gestrichen und die Teller weggeräumt. Und wenn auch nur ein Krümel liegen bleibt, dann... Oh oh. Waren das vorher auch schon so viele? Vielleicht hätte ich doch bitte sagen sollen. Auf sie mit Gebrüll! Oh mein Gott, was ist das denn hier? Wir sind gerettet. Gut, dass ich in weiser Voraussicht unsere Schergen mobil gemacht habe. Jetzt oder nie, sputen wir uns, ehe dem jungen Herrn noch etwas widerfährt. Ich will mir das jetzt hier ewig angucken. Ich muss einen Tag davor wieder zurück auf die Insel, also fasse ich wieder gekonnt den Winter. Oh. Ich will auch keinen Winter haben. Wäre so schön. Nein, ich wollte an dir vorbeilaufen. Dass ich letztens die Winter... Ich habe letzte Woche erst die Winterreifen draufziehen. Das war so... Alles klar, Ende November erstmal Winterreifen draufziehen lassen. War jetzt Gott sei Dank warm genug. Also lange warm genug. Was? Moment, das sind doch hier, die will ich doch nicht verprügeln. Das sind doch meine Friends. Was passiert hier? Ich hätte meine Winterreifen auch immer noch nicht draufziehen müssen. Immer wenn ich Auto fahre... Obwohl, nee, jetzt ist gelogen. Momentan piepst mein Auto ganz oft bei 4 Grad. Und ab 4 Grad würde ich sagen, sind Winterreifen schon okay. Aber... Wochenlang dachte ich mir, bei 10 Grad ziehe ich die Winterreifen doch noch nicht auf. So. Moment, was wollt ihr?
Das wollt ihr. Okay. Kennst du nicht das alte Sprichwort von O bis O? Im Oktober waren 20 Grad. Da zieh ich doch nicht die Winterreifen drauf. Die fährst du dir nur kaputt. Die sind teuer. For real, Winterreifen kannst du bei warmem Wetter nicht fahren. Die gehen kaputt, weil die viel weicher sind als, ne, und dann viel mehr Abrieb bei der Wärme. Also ist ganz, 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 ganz schlecht, wenn man die bei zu warmem Wetter draufzieht. Wenn das nicht mein Auto wäre und das ein Firmenwagen wäre und ich die Reifen nicht bezahlen müsste, wäre mir auch Wayne. Aber bei meinem eigenen Auto, nee. Vor allem habe ich die Winterreifen damals gekauft, als ich den Wagen neu gekauft habe. Und die Reifen haben 600 Euro gekostet. Alles. Deswegen versuche ich, dass die so lange halten wie möglich. Hallo Blinky. Ich hab gehört, Blinky war gestern entrüstet. Wegen Phoenix. Immortal Phoenix Rising. Oh ja! Es will einfach nicht aufgehen, das blöde Ding. Kamek, du hast doch bestimmt einen Schlüssel dafür, oder? Los her damit. Den müsste ich tatsächlich haben. Allerdings nicht bei mir, sondern im Gemach. Ach so, da kommen wir ja gerade her. Ist ja kein Problem. Da hätten wir nicht vorher reingehen können. Wir müssen die Treppe runter und dann rechts aus dem Saal hinaus. Los, keine Müdigkeit vorschützen. Ach, wieso steht denn dein Gegner auf der Treppe? Weißt du, ich krieg das Kreise drehen schon so nicht hin. Und jetzt stehen da auch noch normale Dudes zwischen, die ich nicht beschädigen soll. Können die doch nicht machen. Ich muss auch sagen, ich war gestern auch noch verwundert, dass ich den Key für Immortals Phoenix Rising noch gekriegt habe. Weil in der Mail stand, ne, die Anfrage, ob ich den will. Übers Netzwerk. Da hieß es ja, ab 18 Uhr habt ihr Zugang. Und es war halt nach 18 Uhr. Und irgendwann kam dann der Key nach 18 Uhr. Ich denke mir so, ja, toll. Das ist wieder typisch. Aber egal, ich darf es so oder so früher spielen. Von daher passt das. Wie sieht's denn hier aus, Grummel, Grummel? Jedenfalls sieht man Gemach hinter all dem Unrat. Irgendwie müssen wir da durch. Und ich habe Gott sei Dank PS5 bekommen. Das hat mich auch gefreut. Fand ich sehr gut, dass ich für die PS5 bekomme, aber nicht für PC oder so. So viel Gerümpel, das den Weg versperrt. Ach, wenn ich doch irgendwie helfen könnte. Oder Moment, vielleicht... Ja, wenn ich all meine Kräfte einsetze, dann könnte ich doch... Ach nein, bedauere, mir fällt auch nichts ein. Pardon, aber ich hätte da etwas, das uns vielleicht weiterhilft. Ein Sauberstab. Was? Ist tatsächlich ein Sauberstab. Das war ja toll. Du hast kann nur ein echter Saubermeister. Du machst deinen Titel alle Ehre, Kamek. Ja, mit meinem treuen Sauberstab bin ich tatsächlich zu etwas zu gebrauchen. Und nun los, folgt mir. So ein Zauberstab hätte ich auch gerne. Sauberstab. Wir haben Konfettimangel. Okay. Noch einmal hätte ich nicht verkraftet. So.
Wie viele Löcher sind denn in dieser Kackfestung? So viel Konfetti kriege ich nicht zusammen hier. Abstand, ihr unmagisches Fußvolk. Jetzt zeigt euch der große Kamik, was ein wahres Zauberfeuerwerk ist. Kamikazam. Schon wieder, das war spitze. Sag ich doch, und nun marsch, marsch, der Schlüssel wartet. Sag ich, die scheiß Säule hat ein Loch. Drei Löcher. Piep. Oh nein, die Mäuse. So viel Tatendrang, da will man ihm wirklich sofort hinter... Wo ist er denn? Oh nein, die Mäuse greifen an. Ich hab kein Konfetti mehr. Er ist doch hier hinter der Säule verschwunden. Hey, Reidak. Wie uneinig es hier ist. Schnell suchen wir Kamex Kammer und dann noch schnell das Weite. Reidak, danke für 38 Monate. Vielen lieben Dank. Danke für deinen Support. Danke für euren Support. Oh, wir können spannern. Das macht man aber nicht, Mario. Das ist kein gutes Bett. Mm-mm. Oh, da ist ja keiner drin, ne? Können wir reingehen. Aha! Ausgetrickst. Hab mal Schokettenhund. Ja, zum Glück haben wir den nicht, haben wir den nur einmal gesehen bisher. Ah, ich sehe. Kamex Kammer. Big fucking trap, man. Sind das hier alles Bilder von Bowser? Hier ist auch eine Trap. Ja, als ob hier nichts drin ist. Ich musste Schnipsel hier benutzen, um hier reinzukommen. Hallo? Scam. Übelster Scam. Toll. Ich hab kein Schnipsel mehr. Jetzt muss ich da rein zu dem Grusel-Luigi, Mann. Was ist hier anders? Findest du nicht auch? Ah ja. Seems legend. Zieh rüber. Ja, ich drück immer X, ich weiß nicht warum. Ja, Luigi. Mario, das ist doch irgendwie... Das klingt wie ein Gespenst. Das ist doch sicher ein Gespenst. Und das soll nicht mal zur Geisterstunde. Das ist zu viel für mich. Ich bleib hier und warte, bis der Spuk zu Ende ist. Ja, bitte hol du den Schlüssel. Mario! Hurra! Das riecht großartig. Da möchte ich gleich Pizza machen. Oder Pasta. Oder beides. Na nun, Mario, du kommst gerade richtig. Ich habe einen Glitzerpilz entdeckt. Und weißt du was? Was ich noch gefunden habe? Den Pilzballerschlüssel. Nein, Luigi, nein. Nein. Okay, gib ihn mir sofort. Ohne, lauf nicht weg. Ja, ich weiß, komisch, dass er in Bowsers Festung war, aber unverhofft kommt oft, oder? Bitte, wieder der Falsche? So ein Jammer. Tut mir leid, Bruderherz.
Aber fast lag ich richtig. Nur haarscharf im Schloss geirrt. Der Rest stimmte. Nur ein kleiner Rückschlag. Ich finde ihn schon, den richtigen Schlüssel. Das wäre doch gelacht. Dass das keine Trap war, wundert mich. Er hat sich zu lange über diesen Pilz gehut.